Die Kinder gehen nach Hause. Sie kommen direkt aus der Schule. Was denkst du, wir finden bestimmt nicht wie letztes Mal ein 1-Euro-Stück. Komm, wir gucken mal. Ach was, wir finden doch sowieso nichts. Da sind doch nur Tiere. Komm, guck mal, was da im Gebüsch liegt. Wow, wow, cool. Heb's doch mal hoch. Warum sollte ich? Bist du etwa faul? Nö. Mach doch jetzt endlich die Kanne auf. Nee, ich hab Angst. Ich weiß doch nicht, was in der Kanne ist. Dann schüttel doch mal. Was ist denn das? Wer bist du denn? Ich bin Angelo und ein Geist, das seht ihr ja. Haben wir ja 3 Wünsche frei, die du uns erfüllen wirst. Nein, das war mal früher so. Ihr müsst mir 3 Wünsche erfüllen, das ist das neue Geistergesetz. Aber wir sind doch noch Kinder. Wir können doch gar keine Wünsche erfüllen. Doch, das könnt ihr hier und jetzt. Ich war jahrelang eingesperrt in der Thermoskanne. Ich wünsche mir, glücklich und fröhlich zu sein. Soll er dir einen Witz erzählen? Nein, nein, nein. Ich möchte von euch ganz sanft gekitzelt werden. Jetzt habe ich meinen 2. Wunsch frei. Welchen denn? Ich wünsche mir, dass ihr eine gute Tat tut. Okay, aber was für eine gute Tat? Das dürft ihr euch dieses Mal selbst aussuchen. Da denke ich an Frau Müller. Sie steht da ja an der Straße und traut sich nicht allein hinüber. Sie ist ja schon über 90 Jahre alt. Das ist eine gute Idee, Kinder. Frau Müller, dürfen wir Sie begleiten, wenn Sie über die Straße gehen? Ja, bitte. Das würde mich sehr freuen. Ich sehe ja nicht mehr so gut. Dann gehen wir jetzt einfach zusammen. Danke, dass ihr mir helft. Die Autofahrer beachten die Leute ja heutzutage gar nicht mehr. So, wir haben dir jetzt 2 Wünsche erfüllt. Was ist mit dem 3. Wunsch? Ihr habt mir die 1. Wünsche so gut erfüllt, jetzt habt ihr einen Wunsch frei. Ein Auto! Wir können doch noch gar nicht selbst fahren. Ein Zirkus vielleicht. Habt ihr denn einen so großen Garten? Nein. Ein Löwe! Habt ihr denn einen so großen Käfig? Nein, sonst frisst er uns am Ende noch auf. Ein Baumhaus! Das geht natürlich. Wohin soll das Baumhaus? Dahin! Da ist euer Baumhaus. Vielen, vielen Dank. Wie toll. Ach, das war ja ein schöner Tag. Die 3. Aufgabe ist jetzt erfüllt. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt muss ich euch verlassen. Das ist aber traurig. Ja, aber so ist das leider. Ich fand die Zeit mit euch auch sehr schön. Wir sind auch traurig. Tschüss. Auf Wiedersehen, Kinder. Was mache ich denn jetzt nur, so ganz alleine, ohne eine Aufgabe in dieser großen Welt? Was ist denn das für ein Geräusch? Wer pfeift denn da? Wir sind die Geister, wir sind die Winde. Werde ich dann auch ein Wind? Ja,
Ich bin zum Beispiel der Sturm. Ich bin zum Beispiel der Eiswind. Dann will ich eine kühle Sommerbrise sein und die Menschen kühlen, wenn ihnen heiß ist. Das ist eine sehr gute Idee. Lass uns in die Welt hinausfliegen.